Hallo Trio, hier ist das Wahlkampf Sofa und wir spielen for Human Fall Flatbums. Und mit mir ist der Snorks, der mich hier angrabbelt. Lass das los, ich bin der Rote und der Snorks ist der Liederne. Lass das doch mal sein. So, wir wissen nicht so wirklich, du leg doch mal das dicke, fette Schiff da mitten in diese Kai da an da rein. Da passt das bestimmt genau rein. Huch. Gummi. Achso, links meinst du? Achso, dann müsste ich ja vielleicht mal den hier zurückziehen, oder? Ich find cool, ne? Voll der Held, ey. Voll Held. Daneben. Das muss ich jetzt nur noch abpassen. Moment. Zu früh, ne? Ja, so ein bisschen an der Kaimauer lang scheuern geht schon, glaube ich. Ist erlaubt, meinst du? Okay. So, jetzt. Geile Engine, ey. Ich glaube, mehr geht nicht, ne? Juhu! Ich bin Captain. So, und dann können wir oben über den Kran schwingen, wetten. Das Schiff runtergehen kann? Bums. Wir sind angekommen, würde ich behaupten. Ach ja, man kann ja durchs Fenster springen. Karacho! Jetzt nur nicht irgendwo runterplumpsen. Moment, wir sind nah genug dran. Ja. Wow. Wow. Richtig. So, sind wir im Hafen angekommen. Aber hilft uns das? Ja, wir wollen ja irgendwo hin. Wir wissen noch nicht wo, aber wir vermuten mal... Nicht hier, sondern woanders. Ja, wir müssen da hoch. Guck mal, da drüben geht's irgendwie weiter. Das heißt, wir müssen hier hoch auf diese... Also im Prinzip auf den Container rauf, um dann zu schwingen oder irgendwie sowas. Aber wie kommt das? Hier ist eine Leiter. Da kann man auf den Kran drauf. Da ist eine Leiter. Eine Leiter. Und was sehe ich auf der Leiter? Wieder zwei... Oh, schön! Zwei Hebel und... Ach, herrje, nein. Das glaubst du mir nicht. Kannst du die ganzen Sätze sprechen? Zwei Hebel? Das oh nein. Das glaubst du nicht. Was soll ich nicht glauben? Wir müssen jetzt diese Haken in diesen Container reinkriegen, in den blauen, und den ein bisschen höher ziehen, dass man von gelben auf den blauen hüpfen kann. Was macht der Haken denn hier? Wahrscheinlich runter und hoch oder sowas, ne? Ah, der macht den nur hoch und runter. Was machst du da? Willst du schon mal draufstellen oder was? Auch ein wildes Unterfangen, was du da machst. Tja. Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Also muss ich ein bisschen zurück, du musst zurück, weiter oder? Hier zu mir her. Der muss also zu dir sozusagen gefahren werden. Also nach hinten. Ja, noch ein Stück. Alter. Ja. Kannst du dich einfach festhalten? Ich schleudere dich da oben auf das Ding drauf. Geht ja auch. Das du geht auch. Fest? Das wäre dann die einfache Variante. Aber wir versuchen mal die schwierige. Okay. Bist du sicher, dass das auch so... Ja, dann musst du jetzt tiefer. Ach so, tiefer. Moment, der andere Hebel. Ja, stopp. So, jetzt musst du noch... Es ist die Frage, du kannst doch gar nicht alle da einhaken. Guck mal, das ist doch viel zu kurz. Oder wie willst du... Achso, dann musst du erst eine Seite... Okay. Ja, erstmal einknüppeln und dann... Dann musst du noch ein bisschen mehr zu dir ziehen, also in deine Richtung und dann rüber. Nee, zu weit. Du musst erst ein Stück noch zu dir rüberziehen und dann kannst du... So, und... ist zu träge gerade. Wieder ein Stück zurück. Also... Zurück? Von dir aus gesehen nach links. So. Dass sie sich da releasen. Und dann wieder nach rechts rüber. Nach rechts. Oh, warte. Die schwingen so geil. Das muss Container erwischen. So, jetzt nach rechts. Ja, so, und jetzt. Na, oh, der ist nicht drin. Warum ist der nicht drin? Geh da rein, du Sau. Nee, die sind nicht drin. Also, ich.
sag mal so, zieh mich dann mal rüber. Ich guck mal, ob es da einen einfachen Weg gibt. Und hier ist ein Koop-Spiel. Deine Beine wackeln. So. So, nun? Aber ich kann den Kran von hier aus null bedienen. Also das funktioniert gar nicht. Geh doch mal ums Haus rum. Vielleicht ist da irgendwas. Nee, hier ist nix. Also hier ist auch mal gar nix. Scheiße. Ich hab mich gerade umgebracht und ich komme nicht zu dir. Das ist ja Schiete. Naja, vielleicht musst du an dem Ding dann schwingen. Weißt du, du kannst ja wie an den Lampen die Dinger hin und her schwingen. Vielleicht reicht das ja schon. Weißt du? Nee. Also du bist ein tiefer machen? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, also da über den Container, weil zum Container springen ging ja auch. Und dann musst du so... Lass mal los, sonst ziehst du mich wieder rüber. Und dann einfach schwingen. So, dass der Greifhahn hier in der Mitte ist, dass du hier auch landest. Sonst so würdest du an den Seiten vorbeispringen oder müsstest über die Balustrade. So, dass du den jetzt nach links oder rechts ziehst. Gas, Ich nehme mal den rechten. Und dann und tiefer. Noch tiefer, da kommst du nie an. Ich würde noch weiter zu nach von dir aus gesehen nach rechts mit dem Ding fahren. Von mir aus nach rechts. Von dir aus nach rechts, ja genau. So, dann versuchen wir mal mein Glück. Am Hoch und Springen! Sah jedenfalls gut aus. auf jeden Fall gut aus, aber nicht richtig. Da hätte ich auch mit dem Schiff auch rückwärts einparken sollen. Da hätte ich ja vielleicht auch vom Schiff aus von das wäre einfacher gewesen. Springen. Ja, aber rückwärts einparken, jetzt wird's kriminell. Jetzt, kann natürlich jetzt, das Schiff jetzt, auch wieder jetzt, rein und rausfahren, aber das willst du nicht wirklich, glaube ich. Nee, das will ich nicht wirklich, nee. Du könntest ja auch weiter latschen und dann könnte ich vielleicht... Nein, ich warte auf dich. Hallo, was ist denn das für ein Koop, wenn ich immer weiter latsche? So, jetzt zeig mal, was du schwingen kannst hier. Ich bin Tarzan, ich schwinge von Aswast. Nochmal. Ja, das ist eigentlich ein bisschen Geduld. Yo, baby, yo. Ich hätte deutlich den schwierigen Part hier. Jetzt schaffst du den ersten Sprung schon, jetzt wird immer schlechter. Oh mein Gott. Ja. Und... So, jetzt, wo ist das Ding da? Ja. Oha, mit einem Arm, immerhin. Nimm mal den zweiten dazu, glaube ich, ist es besser. Nee, ich bin zu tief. Obwohl, ich könnte ja irgendwie ein bisschen um die Ecke schwingen oder so. Ich könnte da auch da hinten auf der anderen Treppe schwingen, das wäre vielleicht auch ganz praktisch. Jetzt bin ich gespannt, was du alles vorhast. Ich wollte an den zweiten Haken, weil der hängt nämlich ein bisschen besser tatsächlich, um auf den Treppenabsatz dahin zu kommen. Das Coole ist, wir wissen nicht mal, ob wir hier richtig sind, aber... Ja, das ist total geil. Das ist total geil. Also erstmal weiß ich, dass ich da nicht hinspringen werden könnte. Oh, bleib stehen. Oh, der ist so träge. Nee, also ich versuch's nochmal. Also, rüber. Und Arme hoch und hui. Oh Mann! Sieht so geil aus, ey. Fump weg. So, juhu, klatsch. Gibt es so schöne Katzenvideos, die, wenn sie versuchen, du bist keine Katze. Ich muss dich aufklären, du bist keine Katze. Ich habe auch keine Muschi. So, schade, dass ich nichts auf Uschi reibe. Nee, du hast eine Gasmaske, was es nicht besser macht, aber. Nee, nicht wirklich.
So, komme ich an diesen Haken? Nein, der ist so weit weg. Der ist zu weit weg, das ist nicht von hier. Der ist viel zu weit weg. Also, du kommst ja nicht mal an den Haken. Das ist geil, meine Arme sind zu kurz. Du bist so tief, du bremst, wenn du wieder mit den Füßen auf dem Boden bist, dann bremst du. Das ist so tief. Ja, ich weiß. Ich wollte das ganze Ding hier ein bisschen zum Schwingen bringen. Ja, ist klar. Nee, ist klar. Das ist immer noch zu weit weg, Baby. Egal, wie du das ins Schwingen bringst. Siehst du? Ich habe ihn mit dem Kopf berührt. Schwimmschule. Ja, so. Ich habe ein Achievement bekommen für kräftig schwimmen und so. Eine nutzlose Folge. Mein Gott. Komm, kurz das Ablauf weiter. Es hilft ja nicht, wenn ich alleine hier bin. Ja, du rennst weiter, ich bring mich um und dann also passiert nichts. Trick. Da komme ich doch nie hoch. Wie soll das denn jetzt gehen? Jetzt war ein Speicherpunkt. Mist. Oh, ja. Was ich da? Ich hänge. Ich hänge hier ab. Na toll. Oh. Wo bist du? Unter Wasser. Unter Wasser. Noch ein Stück weiter. Ha. Im Wasser geht auch. Siehst du? Oh, ich habe eine schöne Insel geschaffen. Wo bist hier du? Ist nichts Interessantes. Warum ist hier eine Kiste? Muss ich die Kiste nehmen, um da irgendwie rüber zu... Ah ja, man kann sie bewegen. Das ist schon mal gut. Wo bist du? Ich habe ein Schwimmgerät gefunden. Ein Schwimmgerät? Ja, genau. Hier ist noch so eine Kiste. Aber die will ich eigentlich haben, um da rüber den Zaun zu springen. Ich will das hier hochschieben, aber das ist so schwach. Glaube ich. Ah, dich... Es sind zwei Kisten. Whatever. Nein! Ich werd zerdrückt hier. Gut, dass ich die Kiste hingestellt habe, mein Gott. Müssen wir darüber? Ich habe keine Ahnung, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, um darüber zu kommen, dachte ich mir, wenn ich nicht da runterfallen werde. Wir könnten ja auch eine Kiste ins Wasser schmeißen. Na, es hilft vielleicht. Komme ich da... Nee, das ist noch zu, die stehen zu scheiße. Hast du ja schon mal versucht, das Tor aufzuschieben? Nein. Aber das wäre die nächste Idee. Ja. Schade, ich hätte mich jetzt gefreut. Ja, ich kann es wegbewegen. Ich schieb's auf. Ich helfe dir mit. Ich bin eingeklemmt, das tut weh im Kopf. So. Tja, müssen wir jetzt wieder die neuen Kisten ins Wasser werfen und da langfahren? Weil hier geht's wieder überhaupt nicht weiter. So gar nicht. So gar nicht. Hier hoch kann man hoch, da wo das Rohr ist. Oder man springt jetzt hier hinten ins Wasser. Komm, ich mach das mal. Eine reicht ja, ne? Weiß nicht. Oh, tut mir leid. Ich hänge ja mal so ab, glaube ich. Ich bin unter Wasser und ich glaube, wenn ich jetzt loslasse, bin ich tot. Nein, tot bist du nicht. Ich kann ja laufen. Ja geil, jetzt ich bin drauf tot. Gegangen. Jetzt bin ich tot. Ja, das hat gedauert. Also, du hast ein paar Schrecksekunden, bevor du drauf gehst. Du bist ja rübergekommen. Gehüpft. Ich bin hier runtergefallen. Nein. Gehüpft? Wie gehüpft? Du bist von einer links darüber gehüpft? Wie bist du darüber gehüpft? Ich spring da ins Wasser und gehe an diese Kante. Also von den zweiten Dingen springe ich ins Wasser und springe an dieser Kante hier wieder hoch. Muss ich beeilen. Ja, und? Das ist mir doch egal, was das ist. So geht's. Geil. Ich bin zu klein und zu schwach hier. Ich kriege das Ding nicht ins Wasser.
Ja, wir haben genug Kisten und wir können den ganzen Weg dahin bauen. Die fliegen doch alle jetzt so nach und nach dahin, oder? Ja. Was sagen die Stadtwerke dazu? Ich kriege ihn nicht ins Wasser. Ich kriege ihn nicht rein. Schieben geht gar nicht in diesem Game, ne? Also. Ja, schieben ist schlecht. Also ziehen geht immer gut. Ja, aber dann ziehe ich ja mich immer mit. Das ist so krass. Okay. Du bist runtergefallen. Ach was? So? Nee, nicht wirklich. Meine Arme sind zu kurz. Wo bist du? Ah ja, auf der Seite geht's, okay. Der einzige vernünftige Ort ist in dieser Ecke hier. Oh Gott. Also, hallo? Für mich ist alles zu groß und zu schwer hier. So, jetzt aber bewegt er sich ganz leicht, erst bewegt er sich gar nicht. Boink. Hilfe. Hilfe. Scheiße. Du hast dir unsere Brücke kaputt gemacht. Oh. Geil. Das sollte man nicht gleich durchziehen. Oh, Fug, da Fug. Was war drauf? Irgendwie, ich sauf hier nur ab. Uah, Klatsch. Ja, ich glaube, dass wir verbocken's, wir verbocken's jeden Schubser. Man kann tatsächlich eine Zeit lang im Wasser bleiben. Das, man hört ganz leise so ein blub, 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 ja. Blub, 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 blub. Ui. Ja, das sieht jetzt scheiße aus. Ziemlich. Was hast du jetzt vor? Das Ding wieder gerade da irgendwie rausziehen, aber er schwimmt. Nein, du, ja machst auch nicht. Du machst es nur schlimmer. Das wird nicht besser werden. Nee. Jetzt falle ich runter. Also es dauert wirklich eine ganze Weile, bis du im Wasser drauf gehst. Die Idee war ja gut, aber es ist eine zu wackelige Angelegenheit da. Das ist der Haken dabei. Ja, tot. Und nochmal. Eieiei. Jetzt gibt es echt so Trial and Error. Ich weiß gar nicht, wie wir das versuchen hier. Also vermute ich mal, wir müssen dann doch schon irgendwie versuchen, rüber zu springen. Moment mal. Da komme ich nicht hin. Vielleicht hätten wir die Kisten hier stapeln müssen und versuchen, darüber zu springen oder so. Hm. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. So eine Treppe bauen oder sowas, ne? Ja. Das haben wir aber gerade uns etwas erschwert, würde ich mal so sagen. Ja. Also er schwimmt auch, also er schwimmt gar nicht eigentlich. Also. Es gibt auch diese Strömung, er kann nicht gegen die Strömung anziehen. Das klappt einfach nicht. Ja, aber dieses große. Können wir das große Holz aus dem Wasser nehmen und davor noch packen? Das könnte vielleicht gehen. Ups. Ja, ich versuch's mal irgendwie hier zur Seite zu schieben. Da, wo du jetzt gerade rauskommen willst. Ich komm nicht raus! Nein, lass die Kiste los, ich häng an der Kiste fest. Was machst du denn da? Ich komm nicht, oh, die Kiste ist im Weg. Die Kiste ist im Weg, ich kann mich nicht hochziehen. Wie geht der Typ besser mal? Hat beide Arme hinterm Kopf, den Bauch nach vorne. Das ist so geil, der Typ, ey. Naja, so rum. Sollte wieder ein bisschen mehr Platz da sein, dass du es wieder hochziehen kannst. Jetzt komme ich auch hoch. Oh. Atemübung. Was auch immer das heißen mag. So. Ich ziehe es erstmal zur Ecke, wo wir mal rauskommen. Andersrum. Schieb, 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 schieb. Ich kann aber versuchen zu so drücken, aber das wird nicht klappen, glaube ich. Nö. Das ist aber zu kurz. Hier ist so ein Ding im Weg. Wie komme ich jetzt wieder raus? Kannst du dich an dem Ding nicht hochziehen?
Nee, das ist zu hoch. Echt? Aber das wäre cool, weil ich könnte es vielleicht dadurch ein bisschen hochdrücken bei dir. Nee, ne? Nee. Ich meine, alle anderen Kisten kommst du jetzt auch drauf? Die ist so. Jetzt tiefer. Nein! Mach nochmal, komm, hü, spring! Nee, ich komme mit meinen Armen. Ich muss von meinen Armen ja hochkommen da. Achtung, Anlauf und. Juppa. Das war nix. Tot. Und tot. Scheiße. Jetzt wird es langsam experimentell, was wir hier machen. Ne? Also das ist jetzt schon. Das ist einfach scheiße, was wir hier machen, wenn du mich fragst, aber sonst. Jetzt haben sie auch schon unseren Zugang kaputt gemacht. Wenn ich jetzt versuche rauszukommen, geht das nicht, weil da die Kiste im Weg steht. Deswegen stehe ich ja schon da, um dich hochzuziehen. Du musst nur halbwegs mal deinen Kopf auf die Kiste packen. Was du nicht tust. Ich komme. Außer kann ich vielleicht... Kiste runter, Kiste runter, Kiste... Ich ertrinke. Tot. Das war jetzt nicht so schlau von mir. Ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch runtergefallen. Super. Ja, das jetzt wird's spannend. Ich glaube, jetzt werden wir gleich den Level nochmal neu starten müssen oder sowas. Wow. Und puppa. Nee. Upa. Ja, das wird jetzt gar nichts mehr. Kann ich dich bewegen? Nee. Das war's. Hier kommen wir nicht mehr durch. Wir haben es verbockt. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht, ja. Unglaublich. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Spiel unlösbar zu machen, indem die ganzen Kisten Müll hinten zu machen. Das ist ja doof. Kontrollpunkt laden. Ich lieg oben auf dem Kran. Hilfe! Das kann vorteilhaft sein. Nein, ich falle gerade wieder runter. Oh Mann, oh Mann. Aber warte mal. Nee, ist egal. Da fahr ich mal runter, hallo. Lauf, Ah, hier ist noch eine Kiste, genau. Die tun wir nicht ins Wasser. Na, ich war... Wieso bist du draufgegangen? Ja, gute Frage. Ich kam nicht so schnell aus dem Wasser, wobei mein Kopf zwischendurch schon mal rausgeguckt hat, aber das hat ihm da überhaupt nicht gekümmert. Ja... Bin da. Ja, oder wollen wir Treppchen probieren? Wir machen mal Treppchen. Genau, wir machen mal Treppchen. So, das ist ja schon mal ganz geil. Freust du dich, wenn du was schiebst? Ein bisschen mehr ranschieben könntest du es ja schon, oder? Nun werd mal nicht komisch. Ey. Wenn nur so einer da wäre, der das Ding hochziehen könnte. Ich hänge ja mal so ab. Also ich halte dich nicht fest. Hast du deinen Kopf dazwischen geklemmt? Ich hänge einfach mal so ab. Komm mit. Ich würde sagen, den Rest müsst ihr euch in der nächsten Folge angucken, ob wir es geschafft haben, meinen Kopf da rauszuziehen. Es ist so krass. Ich häng mit einem fetten Helm dazwischen. Es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ciao.